Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skybeast 2 mit dem Shadow. Moin! Ja, wie ihr seht, es ist vollbracht. Wir haben hier den perfekten Standort sozusagen. Und jetzt machen wir dieses Iron-Zeug. Ja, es hat direkt geklappt. Starlight Infused Iron Ingot. So, das müssen wir jetzt schmelzen und zusammen mit dem Mana Infused Coal, das haben wir glaube ich auch. Kriegen wir das erste Stahl, aber wir brauchen davon glaube ich mehrere, weil wir kriegen nur vier raus. Aber wir wollen das einfach mal testen. Wir brauchen ja glaube ich zwei Blöcke mindestens. Das heißt, wir brauchen 18. Das wiederum bedeutet, wir brauchen 5 von jedem. 5 mal 4 sind 20. Ja. Dann haben wir 20 Stahl. Okay, jetzt ist die Frage. Shadow, wie kriegen wir hier die Lava raus und das andere Zeug rein? Ja, genau. Und ich glaube, relativ simpel. Einfach Hast du hier, ein klappt mal Iron was? Bucket? Habe ich schon rausgenommen einen, aber jetzt geht's nicht. Mach's einfach mal kaputt. Gucken, was Ja, dann passiert. wir hatten, glaube ich, davon zwei Stück oder so. Ah, nee. Ja, dann lass uns den mal austauschen. Haben wir noch einen Shard Tank? Bin mir ziemlich sicher, dass wir den hier noch irgendwo rumliegen haben. Und dann kann ich das natürlich auch da drin lassen. Dann bauen wir den einfach aus. Und bauen den nachher wieder ein. So, dann tun wir hier hin. Ein Charge Tank. Hier suchen wir eben einen. Ja, wir haben einen Ersatz. Und jetzt machen wir da dieses Blazing-Dings rein. Und das sollte jetzt heißer sein. Und zwar um 500 Grad mehr als Lava. Und damit können wir jetzt die beiden schmelzen. Ja, das funktioniert auch tatsächlich. Und dann müssten wir die ersten vier Stahl haben, geschmolzen. Ja, geil. Aber das reicht natürlich nicht. Jetzt müssen wir noch mehr davon machen. Und zwar nochmal vier jeweils. Ach ja, da bin ich übrigens gestorben. Wie kann man denn nochmal diesen. Ich habe da aus Versehen den Jetpack ausgehabt. Wie kann man das nochmal wegmachen? Da, das Remove. Okay. Jetzt müssen wir noch weitere machen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir das Material zusammen haben. Okay. Es sieht so aus, als wären wir jetzt fertig. Denn wir haben vier Starlight Infused Iron und vier Mana Infused Coal. Das heißt, wir werden oder man braucht sehr viel Kohle und Eisen und Marble. Um das. Ach, jetzt hat die Lava da wieder reingemacht. Wir brauchen jetzt den Ja, ich Blazing. brauche noch zwei Stück. Warte. Ah, okay, Kannst du du musst sofort machen. Kupfer Ist noch. verstehen. Ja, ich schmelze mir Bronze, die brauche ich jetzt nämlich gleich. Ja, das ist sinnvoll. Eigentlich drei Blöcke. Zwei. Fehlt noch ein bisschen. Ne, ich glaube immer 2 zu 1 ist das, ne? Ne, doch 3 zu 1, oder? 3 zu 1, deswegen muss man gucken. Da müsstest du aber auch wieder drei Stück oder vier Stück rauskriegen. Ja, Ja. perfekt. So, jetzt zack. Machen Oder wir du das mal kannst so. das hier auch wegmachen. Den packe ich jetzt mal einfach hier rein. Ja, stimmt, das ist besser. Dann tust du Kann ich den. den da hinsetzen? Der bleibt hier vorne. Ich hatte hier übrigens auch ein Castings gemacht für Ingots. Das ist auch gut, das bauen wir auch später. Dann kann ich den jetzt theoretisch aber rausnehmen gleich, ne? Dann können wir einen da reinlaufen lassen, ja. Hier brauchst du Bronze. Ich brauche halt diese drei Blöcke. Daraus baue ich mir jetzt einen Tinker's Construct Anvil. Mit dem können wir dann unsere Werkzeuge modifizieren. Okay. Zack. Beispiel aufs Schwert dann Luck packen, also Looting. Haben wir jetzt da weniger Platz drin in unserer Smeltery? Sieht so aus, als ob da irgendwas blockiert drin. Ein Block und 7 Ingots. Das könnte sein, ne? Aber ist egal. Ja, wir haben jetzt hier einen Block aus Stahl. Und dann, wie viele hattest du rausgenommen? Pack vielleicht nochmal. Ja, eigentlich war es das. Mehr brauchen wir ja. Das Blades brauchen wir jetzt gar nicht mehr.
Boah, das könnte man eigentlich wieder theoretisch Lava nehmen, ne? Ja, wir haben den ersten Block aus Stahl. Ach ja, ich habe ja noch vier Stahl im Inventar, warte. Genau, zwei brauche kannst. Ja, oder so. Hätte der einfach da rausgewitzt. Ich brauche noch Seared Bricks. Die müssen auch noch rein. Nehmen wir die von hier unten. Ja, genau. Das warten wir kurz, bis hier der. Ah, der eine Block ist schon fertig. Und jetzt kommt der Kern, warum man das braucht. Aus dem müssen wir nämlich Nektar machen. Sehr gut. Ja. Zwei Stahlblöcke. Und jetzt müssen wir. Weiß gar nicht, ob ich das schon fertig habe. Nee, ich glaube nicht. Da müssen wir kurz mal gucken. Steel. Was? Steel Bee Nektar Block. Honig. Genau, dafür brauchen wir diese zwei Stahlblöcke und zwei Iron Honeycombs. Okay, Iron Honeycombs sollte kein Problem sein. Das heißt, zehn davon. Schwupp. Und aus meinem Eimer. Ja. Ein Block. Ein bisschen Honig. Okay, und diesen Nektarblock, den braucht man halt, damit die Bienen überhaupt arbeiten, ne? Und das funktioniert. Und jetzt können wir zwei. Ich muss mich dafür hinlegen, sonst kommen die Bienen ja nicht raus. Zwei Stahlbienen auch noch produzieren, also beziehungsweise züchten. Jetzt muss es natürlich regnen. Naja, doch, da kommen sie. Und für Stahlbienen brauchen wir Kohle und Eisenbienen. Kein Problem. Kohle und Eisenbienen. Dann haben wir so Kohlebienen hier. 1, 2. Und Eisenbienen. 1, 2. Sehr gut. Verdammt, jetzt haben wir nur ein Eisen. So, und dann brauchen wir noch Kohle. Scheiße, haben wir den ganzen Kohle hingepackt. Stimmt, die habe ich gerade verbraucht. Dann brauchen wir hier vielleicht einfach mal 4. Kohlebiene, Eisenbiene. Es ist der Herr wieder nicht gut vorbereitet. Kohle und Eisen. Kohle und Eisen. Und dann haben wir die erste Stahlbiene. Yeah. Ja, damit. Und dann machen wir die nächsten beiden. Irgendwas fehlt hier noch. Eisen und Kohle. Zack. 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 Ich freue mich. Wir haben Stahlbienen. Endlich, finally. Boah, das war jetzt aber auch ein Akt, ne? Ach. Dass wir den einen Nexa-Block gekommen sind. Ja. Stahlbienen. Zack. Haben wir noch irgendwo. Hier, das Honeyglas, da sagte der. Ach ja, Player, ja, ich sehe es. Das ist so ähnlich wie diese Tür, ne? Genau. Nur, dass man da ein bisschen durchgucken kann und. Ich glaube, das wird funktionieren. Yay, da sind sie. Jetzt weiß ich nur nicht, ob hier das Stahl von dem Vacuumulator eingesammelt wird. Das heißt, da müssen wir nochmal gucken, ob wir hier noch einen Vacuumulator brauchen. Das heißt, da brauchen wir auch wieder eine Enderperle für. Ja, da brauchen wir noch einige Enderperlen dann. Ja, deswegen mache ich mir jetzt ein Schwert mit Looting. Und dann kriegen wir auf jeden Fall eher die Enderperlen. Ja, das ergibt Sinn. Ja, dann machen wir das einfach so. Dafür brauche ich jetzt dieses, ich war nochmal am Anfang, mehr so ein Zeugs, um besser Flowers zu kriegen. Ich brauche so eine blaue Blume, und zwar eine spezielle.
eine Cornflower von Minecraft eigentlich, so eine blaue. Die haben wir noch nicht. Okay. Ja, ich weiß es nicht genau. War das nochmal mit Bone Meal? Bone Meal, ja, da musst du da in diesen Topf zu. Hä, wieso sind hier? Ja, ich hab ja Knochen. Wir haben Leinen gekriegt, weil hier irgendwie die Viecher in dem Feuer gestorben sind. Ah, wie geil. Na gut. Ich glaube, die zwei Lamas sind da gestorben. Ah. Ja, wie auch immer. Wir haben jetzt Stahlbienen, das ist schon mal gut. Und dann der Stahl eröffnet uns. Das können wir dann knicken hier. Wir haben ja sogar noch zwei Stahl, damit können wir dann nachher die Bienen sogar vermehren einmal. Das finde ich sehr sinnvoll, das in zu haben. Dann nehmen wir uns doch direkt mal sowas hier mit. Ja, perfekt. Das heißt jetzt ein bisschen warten, bis wir Stahlkomms kriegen, eventuell noch einen Vacuumulator blablabla bauen. Und dann die nächsten Bienen züchten. So, wir zeigen euch noch mal kurz, bevor wir hier in die nächste Sache gehen, was wir noch alles gebaut haben. Wir haben ja so ein kleines Gerät gebaut, das nennt sich Honey Congealer oder so. Der macht automatisch Honey Blocks, falls man die braucht. Dann hat der Shadow hier ein kleines Solar Panel gebaut, ne? Das liefert, genau, aber nur Basic. Ja, es liefert 150 FE pro Tick, das ist erstmal ganz okay. Und viel wichtiger ist, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der Shadow hat ja noch so ein kleines Sorting-System gebaut, ne? Genau. Allerdings ist das natürlich jetzt erstmal ein Chaos-Sorting-System. Aber es ist ein simple Storage-Network, ne? Genau. Und man kann auch craften, aber man braucht keine Energie. Ja. Nur, man hat als auch nicht so wirklich die Möglichkeit zu sortieren. Es landet quasi immer in der ersten Kiste und dann immer so weiter. Alles, was angeschlossen ist, es geht auch tatsächlich mit dem Raw Controller. Aber Priorisierung ist damit nicht möglich. Genau, das heißt. Erst werden die Kisten gefüllt. Der packt das irgendwo hin, ne? Ja. Genau. Es ist jetzt erstmal das erste so irgendwas System, ne? Hier ist auch Kohle drin. Ja. Kohle. Ja, ja, du kommst an die Kohle ran. Du kommst, lesen kannst du, rausnehmen. Ah. Aber er schiebt es nicht mehr zurück. Check, also das heißt, jetzt ist hier immer noch die Kohle drin. Ja. Mal kurz austesten. Ah ja, verstehe. Das ist ja witzig. Okay, das funktioniert. Das heißt also, das ist jetzt erstmal auf so ein Übergangssystem. Und was wir auch schon haben, sind hier diese, es gibt ja Öl. Und das heißt, wir könnten Öl. Gehen wir aus dem Weg hier, du. Ölbienen machen. Und dann könnte man aus dem Öl auch. Wie heißt das? Gibt es ja diese Bitumenbienen? Ja. Könnte man aus dem Öl dann wiederum Energie gewinnen, ne? Das ist ziemlich stark. Das ist nämlich nur eine Kohle- und eine Sandbiene. Das heißt, wir könnten so instant könnte man Kohle produzieren. Die Frage ist, was brauchen wir hier? Einen Bitumen-Sandblock. Sand und Kohle. Ja, das geht auf jeden Fall. Davon haben wir sogar noch welche, Bitumen-Sandblock. Nee, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen tatsächlich gar nichts dafür. Aber um Öl zu verarbeiten, muss man mal kurz in die. Brauchen wir Turbel, ne? Ja. Und bei Turbel war dieses Problem, dass wir, wenn wir eine Maschine bauen, brauchen wir diesen Machine Frame. So, das ist alles hier ist nicht das Problem mit dem Machine Frame. Ah ja, wir brauchen für den Machine Frame brauchen wir Starlight Infusion. Das geht. Da müsste man bei Resourcefully weit genug sein. Da brauchen wir nur Liquid Starlight jede Menge. Und den Pity Machine Frame. Und den brauchen wir. Dafür brauchen wir wiederum die Pressure Chamber. Die haben wir jetzt auch, ne? Genau. Und dafür brauchen wir einen Stahlblock mit Trimmed Waxed Planks. Ah, ja, das ist das Problem. Genau, das war der Grund, warum wir unbedingt noch Stahl brauchen, weil das eröffnet uns jetzt den Weg in die nächsten Maschinen, ne? In Thermal und so. Genau. Und Mechanism, dafür brauchen wir unbedingt Stahl. Ja, und wir brauchen den Blutaltar Stufe 3, ne? Das ist das, was deine Aufgabe ist.
Genau. Dafür brauche ich leider 4 Stahlblöcke. Und das eröffnet uns dann den Weg zu Mechanism, genau. Ja, aber Stahl produzieren wir ja jetzt, das ist doch genial. Und brauchen wir noch mehr Zentrifugen. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung von diesem Flux-Network, aber Applied Engineer, oh Gott, Energistics, so. Das, damit können wir uns aufsetzen mit dem ME-System, das ist auch gut, ne? Ja, das ME-System, das wäre der Knaller. So, die Kiste hier ist voll, die bei Diamond Chest. Ja, oh, jo, allerdings. Die untere auch. Ah, das sind die ersten 8 Stahl-Honeycombs, ey, nice. Ja, wir müssen mal jetzt, ja, guck mal, bau doch mal irgendwie, verdammt. Ja, lassen wir mal kurz laufen. So, es gibt ja, damit wir das nochmal kurz uns auf den Schirm rufen, es gibt ja eine bessere Zentrifugen. Das ist dieser Multiblock, ne? Da braucht man 35 Zentrifugen-Casing und den Zentrifugen-Controller. Dafür braucht man halt auch wieder Stahl, ne? Das ist richtig krass. Okay, das heißt also, unser nächstes Ziel ist, glaube ich, einfach mal mehr Zentrifugen, ne? Also diesen großen Multiblock. Das heißt, wir brauchen 35 Stahlblöcke, mindestens 36, wenn mich nicht alles täuscht. Für das Teil. Ne, sogar 36, 37, 38, 39 Stahlblöcke. Und dann können wir die große Zentrifuge bauen, weil das ist ja absurd hier mit den ganzen Koms. Das kriegst du ja gar nicht mehr. Dann werden wir auch nicht mehr Herr drüber. Ja. Ich versuche die jetzt irgendwie. Guck mal, ich hab hier zwar so ein Apiary Storage gemacht, aber der scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Mit, da brauchst du wahrscheinlich so ein Apiary für. Oh nein. Geh schlafen. Ah. Ja, mach die Tür noch zu. Okay. Ah. So. Jetzt verbrennen die da oben, ist auch egal. Das heißt, wir müssen jetzt die Storage hier aufräumen und dann gucken wir mal, dass wir da rankommen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also schaltet wieder ein, es wird spannend, es bleibt spannend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.